Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Heute zum Thema Todoist, OneNote, Asana und Projekte. Ich habe heute den Malte zu Gast. Hallo Malte. Hallo, grüße dich. Hallo, grüß dich Lars. Ja, schön, dass du da bist, Malte. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und der Malte, der sieht nicht nur so cool aus mit seiner Cappy, der kann auch richtig gut Fragen stellen und das zeigt er uns jetzt mal. Genau, und zwar haben wir eine Frage bekommen von Berthold aus Berlin und das ist eine sehr komplexe Frage. Deshalb werden wir erst ein kleines bisschen die Grundstruktur der Frage präsentieren und dann die Frage mal runterbrechen. Berthold nutzt als Tool zum Management Todoist. Und in diesem Zusammenhang gibt es seiner Meinung nach drei unterschiedliche Aspekte, nämlich A, die Notizen, B, die Aufgaben einschließlich der Projekte und ja. C oder drittens die Projekte und das Management eben dieser. Und optimal wäre ein Tool für alle drei Aspekte. Ja, absolut. Und er arbeitet schon ein bisschen länger mit OneNote, was er auch sehr hilfreich findet. Aber was ihm dabei fehlt, ist der Management-Aspekt, das heißt die Abfolgen, die Abhängigkeiten, das Timing. Todoist scheint den Punkt der Aufgaben einschließlich der Projekte für ihn gut abzudecken. Und jetzt kommt eine der ersten Fragen. Kennst du Asana? Weil oberflächlich betrachtet könnte das ein Tool sein, was mindestens 2 und 3, also das heißt Aufgaben und Projekte, gut abdecken kann. Und wenn du es kennst, was hältst du davon? Ja, genau so habe ich auch mal gedacht, dass Asana das Tool wäre, was nicht nur die Punkte 2 und 3, auch die Notizen gut abdecken kann, weil das kann das nämlich auch, projektbezogen, also kontextbezogen. Mhm. Aber wir haben hier in der Agentur das vor 1,5, 2 Jahren, das war 2016, mal einführen wollen. Okay. Ne? Das war vor deiner Zeit, da warst du noch gar nicht hier. Und wir sind kläglich gescheitert, ne? Weil das ganze Mindset dahinter, ne? die Einführung wahnsinnig kompliziert, der Workflow nicht stimmig, also der hat hier überhaupt nicht gepasst zu uns. Also das war wirklich sowas von krumm und sandig, dass das irgendwie gar nicht funktionierte. Und dann kam noch dazu, und das war für mich dann hinterher das Killer-Kriterium, wir haben da mal ein paar Projekte mit getestet, was anlaufen lassen. Die iOS-Apps, die waren vor 1,5 Jahren, also die Apps hier fürs iPad, weil ich ja hauptsächlich mit dem iPad arbeite, Katastrophe. Das war wirklich so, als hätte das irgendwie ein 12-Jähriger irgendwie programmiert. Also das ging überhaupt nicht. Ne? Der Workflow richtig schlecht. Also ich habe da leider schlechte Erfahrungen mit Asana gemacht. Und also wir haben es hier versucht und wir konnten es einfach nicht einführen. Das hört sich von der Theorie wirklich super an, aber es ging nicht. Was wir ja jetzt einführen, und das kennst du ja auch und wirklich auch mit Begeisterung, ist Meistertask. Ne? Das kann ich wirklich für die Projektabwicklung empfehlen. Es kommt ja gleich noch eine andere Frage dazu, erkläre ich auch mal so ein bisschen die Schnittstellen zwischen den einzelnen Tools. Aber ich habe da vor kurzem auch noch mal auf meinem Blog, in meinem Podcast auch was vorgestellt. 8 Bereiche, wo man Meistertask im Team nutzen kann, so als Anregung mal, kann ich nur empfehlen, wenn du da Interesse hast, hör dir das mal an. Also Meistertask ist halt agil, es ist flexibel und das Allerbeste an Meistertask ist, oder an diesem Kanban-System generell, es ist super einfach in der Einführung. Ne? Wie lange hast du dich gebraucht, um einzuarbeiten? 10 Minuten. Ja, also nein, 10 Minuten ist übertrieben, aber es ging sehr schnell. Also ich habe davor noch nie mit Meistertask gearbeitet. Bei dir läuft alles über Meistertask und ich sag mal, die erste Woche, ich habe eine Woche vielleicht gebraucht. Und ich habe, das Schöne ist, wenn man damit einsteigt, man geht auch gleich papierlos. Ja. Also das kommt einfach Hand in Hand und das ist sehr, sehr praktisch. Also Meistertask bin ich total begeistert von. Mhm. Also es ist wirklich nicht, die Einarbeitung geht wahnsinnig schnell und es ist eine riesen Akzeptanz sofort im Team, wenn du es einsetzt. Ja. Die nächste Frage, die er hat, ist, würdest du denken, dass man OneNote hierbei noch etwas umfänglicher nutzen kann? Also ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchem Umfang du das jetzt genau nutzt, das geht aus der E-Mail nicht hervor, aber OneNote ist wirklich ein sehr gutes Tool. Ne? Es ist ja so in Konkurrenz zu Evernote, was wir hier einsetzen, aber wenn man in diesem Microsoft-Kosmos gefangen ist oder sich da gerne begibt, ist das absolut super und es gibt auch viele Vorteile von OneNote gegenüber Evernote. Und ein großer Vorteil ist, und den muss ich dir noch mit auf den Weg geben, ist, dass es natürlich in diese ganze Office-Welt von Microsoft wahnsinnig gut integriert ist. Deshalb würde ich an deiner Stelle, wenn ich schon OneNote einsetze und das auch gerne tue, mit Todoist, glaube ich, nicht mehr arbeiten. Dann würde ich mich dann auf Outlook und die Aufgaben in Outlook, weil die sind auch nicht schlechter und die ist ja direkt eine Verknüpfung. Ich kann also mir direkt die OneNote-Notizen dann als Aufgabe hinterlegen und. Also das ist wahnsinnig gut verknüpft. Da macht es eigentlich keinen Sinn, noch ein Extra-Tool einzusetzen. Also wenn du OneNote nutzt und auch mehr nutzen willst, dann verknüpft das da auf jeden Fall mit Outlook.
Und das letzte Thema ist, vielleicht haben wir auch mal die Gelegenheit, über deine Angebote zum Thema Selbstmanagement zu sprechen. Das hat er mitbekommen. Und welches dabei für ihn adäquat wäre? Ich oder er würde gerne deine Erfahrungen darüber lernen und davon ein bisschen profitieren. Du hast natürlich einiges an Angeboten. Und alles rund um Thema Selbstmanagement. Gut, da ist natürlich erstmal alles, was wir kostenlos machen, wie diese Frag-Lars-Folge hier. Das kannst du natürlich alles dann reinpfeifen und dann wird auch was hängen bleiben. Aber wir gehen natürlich auch mal mehr in die Tiefe. Zum einen die Akademie natürlich, wirklich, wo man mit monatlichen Kursen dranbleibt am Selbstmanagement. Jeden Monat andere Schwerpunktthemen. Super, kommt wahnsinnig gut an, wird gut angenommen, aber leider... Tja, Anmeldezeitraum ist durch. Also wir hatten Anfang Januar... eine Woche geöffnet. Jetzt aktuell sind die Leute, die da drin sind, sind richtig begeistert. Ich bekomme jeden Tag die E-Mails und es gibt ein Forum und die tauschen sich aus und die bilden Gruppen schon offline aus der eigenen Dynamik raus. Also was da abläuft, ist großartig. Es gibt MDD-Stammtische jetzt. Stammtische, genau. In München formiert sich gerade einer, in Frankfurt, in Stuttgart. Also da sind sie richtig fleißig. Mhm. Die Begeisterung ist da sehr groß und möchte ich jetzt einfach mal auch dir sagen, es gibt innerhalb dieses Kreises jetzt schon Upgrades. Das heißt, die Leute gucken sich das erstmal an und sind nach einem Monat schon so davon überzeugt, dass sie sagen, sie graden ab. Mhm, genau. Das vielleicht einfach mal zur Qualität der Sache. Ja, nee, das ist wirklich super. Aber jetzt haben wir den Hals lang gemacht oder die Nase lang, aber geht nicht. Aber sie wird wieder öffnen dieses Jahr. Ne? Also wir wissen noch nicht genau, wann es sein wird. Vielleicht so Richtung Mai überlegen wir gerade. Also bleib da am Ball, stay tuned, dann wirst du das mitkriegen. Ja, die andere Möglichkeit ist natürlich, und da kümmert sich ja Malte hauptsächlich drum, mein Workshop. Genau. Es gibt den MDD... den MDD-Workshop, der geht 2 Tage, ist offline, findet immer in einem sehr schönen Rahmen statt, in einem sehr kleinen Rahmen statt. Also es ist da wirklich auch garantiert, dass da keiner hinten runterfällt und das sind keine Großveranstaltungen. Also maximal 20 Teilnehmer, das ist die Obergrenze. Die letzten Workshops waren alle ausgebucht, der nächste Workshop ist ausgebucht, also die sind gefragt. Und da geht es auch richtig in die Arbeit. Das hat auch nichts mit einem typischen Seminar zu tun, wo einer vorne steht und ganz viel liefert, sondern das ist tatsächlich mehr eine Anleitung und man selber muss sich sehr viel mit sich selbst beschäftigen. Ja, wobei man da sagen muss, da geht es ja wirklich um mein Navi fürs Leben, ne, was ich ja da entwickelt habe. Das ist ja ein Board in Meistertask, ne, so ein Lebensplanboard, das MDD Selbstmanagementboard nenne ich das ja, das Navi fürs Leben. Das erarbeitet jeder der Teilnehmer dort selbstständig. Für sich, mit mir als Mentor, ich helfe da natürlich bei und das ist wirklich eine wahnsinnige Gruppendynamik, sehr schön. Auch da bleiben die Gruppen zusammen und tauschen sich hinterher noch aus. Ganz, ganz tolle Erfahrung. Also das ist die andere Möglichkeit, um da mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, und Stichwort Navi des Lebens, das ist ja auch, darf ich das schon verraten? Ich verrate es jetzt einfach mal. Lars ist ja auch dabei, also Lars ist ja Autor, hat schon mehrere E-Books geschrieben und Navi fürs Leben ist auch sein Thema für ein Buch, das er jetzt verfassen wird. Also er wird uns dann auch physisch einige Zeit hier nicht mehr anwesend sein und verlassen, aber auch daran arbeitet er. Und das setzt er unter anderem oder genau mit seinem Tool um. Also das ist ganz großartig und da... passiert genau. Sehr viel. Ja, das Buch wird dieses Jahr kommen. Hatte ich im Podcast auch schon mal angekündigt. Aber nett, dass du mich nochmal erwähnst und dann nochmal den Druck erhöhst. Das ist ja genau richtig. Okay, ja, das waren die Fragen. Danke dir, Malte, fürs Vorlesen, fürs Moderieren. Und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Danke. Ciao. Ciao.